Proteste für die Polizei in Kerpen. Gegner des Braunkohletagebaus wollten da protestieren und haben eine Werkseisenbahn von RWE über Stunden stillgelegt. Damit wollten sie gegen die weitere Abholzung des Hambacher Forsts demonstrieren. Das ist einer der ältesten Wälder Europas, ursprünglich über 5.500 Hektar groß. Aber durch den Tagebau wird er immer kleiner und das gefällt vielen Menschen so gar nicht. 5:30 heute früh. Während die meisten noch im Bett liegen, liegen sie auf den Gleisen. Unter der Schiene ein Rohr, in dem sie sich aneinander gekettet haben. Protest in morgendlicher Kälte. Die Zerstörung, die da passiert, ist meiner Auffassung nach eher falsch. Wir sollen ihn Leonardo nennen. Seinen echten Namen verrät er nicht, auch die anderen nicht, die sich an diesem Morgen auf die Gleise setzen und darauf warten, dass die Polizei sie wegschleppt. Aber sie haben die Hambachbahn gestoppt, die Braunkohle aus dem Tagebau in die Kraftwerke bringt und die möglichst lange hier nicht fahren soll. Wir sind vorbereitet, sind gut warm eingezogen, haben viel zu essen, haben noch Wärmedecken. So lange, wie wir es schaffen. Für Guido Steffen sind solche Kampfansagen längst ein lästiges Übel. Er arbeitet bei RWE und muss sich immer häufiger mit Blockaden rumschlagen. Es ist einfach ärgerlich, weil wir hier einen großen betrieblichen Aufwand haben, um die Strecke wieder frei zu bekommen. Und auch die Polizei ist ja hier mit 50 bis 60 Mann vertreten. Ein Einsatz, den der Steuerzahler bezahlt. Und das nicht zum ersten Mal. Schon seit 3 Jahren halten die Tagebaugegner Polizei und Stromkonzern auf Trab. Frühjahr 2012. Die Umweltschützer ziehen in den Hambacher Forst. Baumbesetzung als ökologischer Widerstand. Zunächst von RWE und Behörden geduldet, bauen die Umweltaktivisten ein Waldcamp auf. Leben so ein bisschen wie Robin Hood. Ein paar Monate später aber rückt die Polizei doch an, zur Räumungsaktion. Und das wiederholt sich seitdem regelmäßig. Aufbau, Abriss, immer mit viel Tamtam. Zum Beispiel bei der Befreiung eines Aktivisten aus einem Schacht, in dem er sich einbetoniert hatte, tagelang. Heute ist das hier das Camp der Forstbesetzer. Sie nennen es nur die Wiese. Der, dem sie gehört, hat ihnen Hausrecht eingeräumt. Von hier aus planen und koordinieren sie ihre Aktionen. Eine von ihnen ist Noah. Sie weiß, viele Menschen in der Tagebauregion haben resigniert, gehen weg, die Leute auf der Wiese aber nicht. Wir wollen aber weiter kämpfen, um einfach zu zeigen, nein, wir sind immer noch hier. Es ist immer noch nicht aussichtslos. Der Wald steht noch, die Tiere sind noch da. Es kann immer noch gekämpft werden, bis zum letzten Baum irgendwie. Doch der Hambacher Forst kommt weg für den Tagebau, den größten in Deutschland, der weiter wächst. Jedes Jahr im Oktober rodet RWE Teile des Hambacher Forstes, um an die Braunkohle zu kommen, die unter dem Wald lagert. Aufhalten lässt sich der Stromkonzern durch die Aktionen der Umweltschützer nicht, von denen die meisten inzwischen abtransportiert werden. Der Protest gegen den Tagebau, viele Menschen in der Region halten ihn für zwecklos. Ja, sonst hätten sie 30 Jahre eh machen müssen. Aber doch nicht, jetzt nicht mehr. Ne? Steht das nicht. Ich kann das nicht verstehen. Bahnmitarbeiter sägen inzwischen die Schienen durch unter den weißen Tüchern. Leonardo und seine Mitstreiterin, die seit mehr als 6 Stunden hier liegen. Nicht mehr lange, dafür dürfte es im Polizeigewahrsam merklich wärmer sein. Die Blitz